Und damit willkommen zurück zu Let's Play der kleine Hobbit. Ja, es gewittert immer noch und wir haben Unterschlupf in dieser hübschen Ruine hier gefunden. Und ich schätze mal, wir müssen Rätselchen lösen, wir müssen da rein, damit wir hier irgendeine Tür... Ich würde mal sagen, diese Wand sieht komisch aus. Damit wir hier irgendwas öffnen können, aber da hinten sieht auch eine Wand komisch aus. Aber der Hebel geht nicht, ne? Haben wir ja festgestellt. Wie war das? Feuerholz? Feuerholz können wir hier nicht verwenden. Nee. Wir müssen hier irgendwas reparieren, sozusagen. Gut. Dann würde ich sagen, wir gehen da rein, obwohl das so aussieht, als würde das dann hier zugehen. Das ist doch garantiert so eine, was sich dann was mit dem Rückweg abschneidet. Gut, was soll's. Wir wagen es. Noch bleibt's offen. Na, willst du nicht zugehen? Ah. Ah, wusste ich's doch. Ja, gut, so viel dazu. Wir können das jetzt nicht ändern. Also rein da. Dein Ladebildschirm. Da gibt's einen Ladebildschirm, okay. Interessant. Eine stylische Ausblendung. Was kriegen die ganzen Mutpunkte? Komme ich an dieses... Nein, bestimmt nicht. Da ist eine Truhe. Oh, hier ist noch ein Absatz, auf den wir könnten. Das heißt, wir kommen auch wieder hier hoch. Gut, ich hoffe jetzt übrigens, dass es laut genug für euch ist. Ich habe hier ein bisschen im Zimmer aufgeräumt und es steht jetzt etwas anders, wo es mir nicht mehr ganz so sehr am Weg ist. Ja, das werde ich dann sehen, ob ich das mit dem Abmischen hinbekomme, dass ihr trotzdem was hört. So, kommt mal her. Und hört auf, mich anzugreifen, ihr gemeinen Wesen. So, hier sind noch welche. Weg mit euch. Und da bekommen wir auch Mutpunkte her. Das ist doch schön. Gut. Und viel Schaden haben wir nicht genommen. Das ist jetzt... Goldschaftknopf erhalten. Ist das jetzt dieser Hebel, den wir brauchen? Ich weiß es nicht. Und das Gewitter ist wirklich heftig, wenn man das so weit hören kann. Ich meine, wir sind doch jetzt sicher tief im Berg. Aber gut. Hey, ich habe es noch nicht verlernt, diese Truhen zu knacken. Das ist doch mal schön. Da ist ja viel Geld drin. Neue Steine, aber ich glaube, die brauchen wir gerade gar nicht. Was haben die gedacht, wie viel wir hier an Leben verlieren? Ich meine, wenn ich mir die ganzen Pilze hier angucke, das ist wirklich wow. Und das ist überhaupt nicht gesichert. Das Trüchen. Auch in Ordnung. So, wie war das? Diese hier verschwinden nicht, ne? Nur diese ganz bräunlichen. Da ist ein Speicherpunkt. Da hinten ist so ein bräunliches, was verschwindet. Aua. Nein, ich dachte... Ich weiß nicht, kann man sich an diesen Dornen da wehtun? Auf dem Dings ist jedenfalls nichts. Dann gehen wir mal weiter. Hier ist noch so ein Goldschaftstange. Ah. Wir müssen das dann auch noch zusammenbauen, was wir... Na, großartig. Müssen wir jetzt doch auf das da drauf? Ich meine, wie geht es denn sonst bitte weiter? Schaffen wir das? Können wir diesen Sprung schaffen? Geronimo! Ja, wir schaffen das. Ha! Und den da auch noch. Danke. So, dann können wir nochmal schnell hier einen kleinen Spielstand anlegen. Da geht es wahrscheinlich weiter. Aber da hinten ist eine Truhe. Hier oben drauf ist nichts. Ah, da greift er schon nach dem Seil. Gut, wir müssten ja dann einfach nur... Mist. Aua, das hat richtig wehgetan. Okay, da ist dann die Frage, wenn wir das noch öfters machen... Ob
wir nicht lieber den Speicherpunkt dann. Weil uns gehen dann hier unten die Pilze aus. Einmal war okay, wie ihr gesehen habt. Aber das ist dann die Frage, ob wir nicht doch lieber dann. Ja, den Speicherpunkt laden. Wenn uns das nochmal passiert. Oh Gott, Krümel, halte ich fest. Wahrscheinlich. Oh Gott. Müssen wir von dem Seil nicht da drauf, sondern auf diesen. Oder? Muss ich daran? Oh nein! Okay, wir laden. Weil das ist jetzt. Jetzt haben wir nicht mehr genug Pilze. Spiel laden. Ja, sorry, dass ihr das jetzt mitsehen müsst, aber. Ich will mich jetzt nicht wegen Fallschaden oder sowas hier total verletzen. Also. Gut. So schwer war es ja gar nicht. Hier ist sogar noch Goldzahnrad. Hier mussten wir sogar hin. Könnt ihr mal sehen. Oh Gott. Leute. So, Heiltrank. Ja gut, wir hätten noch Heiltränke. Ja, meinetwegen, aber. Da müssen wir springen, ne? Das ist keine Verbindung hierher. Gut. Gut, ja, die Heiltränke. Aber trotzdem, wenn man sich sowas sparen kann, muss man es ja nicht verschwenden. Oh Gott. Bilbo, bitte springen. Etwas geschickt. Danke. Und wieder ein Ladepunkt. Oh, nächster Abschnitt. Dann gibt es hier wieder diese kleinen, grantigen Viecher. Kleines Goldzahnrad erhalten. Yay. Und ich glaube, hier möchte ich nicht abstürzen. Das könnte doch etwas mehr als überlebbaren Fallschaden bringen. So, geht er wieder hoch, bitte. Dankeschön. Und dann gehe ich nochmal hier hoch und dann schauen wir mal, wo wir eigentlich hin müssen. Müssen wir auf das Niedrige oder müssen wir auf das da? Ich weiß es nicht. Ich will auch nicht abstürzen. Aber ich kann auch nicht zurück zum Speichern. Also auf das da komme ich bestimmt. Ja, auf das käme ich. Okay, wie war das? Ich will auch nicht zurück. Ach, Menno. Okay, dann an das Seil, dann an das Seil, dann da drauf. Oh, wie gemein ist das denn? So, das ging aber jetzt ganz gut. Immerhin. Uff, halt ich fest. Ich möchte nicht jetzt hier schon wieder versagen. So. Was war jetzt mein Fehler? Bin ich zu weit? Ja, ich war zu weit. Also ohne Startsprung. Junge. Manchmal hilft auch einfach nur fallen lassen, wenn das günstig drunter liegt. Darf ich jetzt? Danke. So, wir müssen ja jetzt alle Teile für dieses. Aber da hinten die Dinger mache ich trotzdem kaputt. Könnte ja Geld drin sein. Hm. Sind die immer gleich gefüllt? Ich meine, die Sicherheit bei den Truhen, diese Fallen, sind ja immer anders. So, dann springen wir jetzt mal ganz normal ohne Stab, würde ich sagen. Aber ich wollte noch mal schauen. Nein, das ist hier dann, ne? Feuerholz holen, Maschine reparieren. Großes Goldzahnrad fehlt uns noch. Und was noch? Nichts weiter. Gut. Das große Goldzahnrad werden wir wohl irgendwie rankommen. Kannst du mal ruhig stehen, bitte? Ach, Junge. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Kann ich mich hier irgendwo anders hin? Ja, und jetzt?
das wird besagtes Goldzahnrad sein, oder? Ja. Und damit geht eine Tür auf. Woher weiß diese Tür, dass wir jetzt alle Teile beisammen haben? Ich habe keine Ahnung. So, oh, ein Speicherpunkt. Das ist ja herrlich. Dann lasst uns mal... Ja, ich weiß, ich habe es im Neuen angelegt, was ich eigentlich nicht wollte, aber egal. Kommen wir jetzt zurück. Ja. Ha, und wir könnten gleich noch... Ja, kommt. Einfach nur, weil wir es können. So. Dann lasst uns mal die Teile hier einsetzen. Ich weiß zwar nicht, wie das gehen soll, aber... Großes... Schön, dass er weiß, wie man sowas repariert. Na also. Und schon funktioniert das ganze Ding wieder. Na also. Verletzt sind wir ja gar nicht, ne? Nein, wir müssen da nichts tun. Gut. Dann schauen wir mal, wo wir jetzt hinkommen. Hoffentlich nicht wieder zu den Steinriesen. Das hat mir jetzt auch nicht so behagt, dass die mich abwerfen wollten. Pilze. Pilze sind ein schlechtes Zeichen. Nein, mir auch nicht. Oh, das gefällt mir nicht. Und sagt, er hätte Bilbo zuletzt auf dem unteren Weg gesehen. Die alten Zwergenminen liegen dort unten. Die Orks haben die Zwerge vor langer Zeit aus diesen Festungen vertrieben. Jetzt hausen alle möglichen üblen Kreaturen in diesen Hallen. Ihr Zwerge solltet lieber Herrn Beutlin finden. Sonst gehe ich allein und überlasse es euch, der arme hier Herr Beutlin, irgendwie rauszukommen. Ja. Jetzt bekommen wir es wohl erstmalig mit Orks zu tun. Ist hier ein Weg? Hier ist ein Weg. Aber bevor ich den nehme... Den müssen wir sogar nehmen, ne? Er kann durch Wasser warten, aber ich glaube, er ist nicht Schwimmer. So, hat das jetzt einen neuen Namen? Nee, hat es nicht. Hätte ja sein können. Ach, verflixt, jetzt habe ich gar nicht auf die Uhr geguckt, wegen Aufnahme. Ah, Mist. Ich habe jetzt so gekämpft mit der blöden Aufnahme, dass ich vergessen habe, auf die Uhr zu gucken, weil ich endlich froh war, dass sie dann ansprachen, weil mein Rechner wieder, naja, eine kleine eigene Meinung dazu hatte. Hoffen wir, dass hier noch keine Orks unterwegs sind. Herr Beutlin, würdest du bitte da in diese Nische gehen? So, da kann man sich hangeln, ich hab's gesehen. Und was ist hier? Ein Dead End. Boah, jetzt müssen wir uns sogar hangeln. Gut. Dann hoffe ich mal, dass das jetzt funktioniert. Ja, hier kann man stehen, das ist doch schon mal... So, auf das einzelne Brett möchte ich nicht. Oh Gott. Was anderes konntest du dir auch nicht aussuchen, was? Ich stoße mir hoffentlich nicht an Balken den Kopf, wollte ich sagen. Muss ich hier hüpfen? Oder könnte ich da drüber laufen? Das ist ein schöner großer Diamant. Ja, ehemalige Zwergenminen, nicht wahr? Wo sind wir denn jetzt? Ich muss wahrscheinlich den Weg runter. Darüber komme ich nämlich nicht ohne weiteres, denke ich. Na klar, man sieht zwar das Ziel, aber man muss erst dreimal drum herum laufen. Gut, Hauptsache hier stürzt nichts ein. Ja, er ist nicht Schwimmer. Mist, das lief doch bisher so gut. Wieso ist er jetzt nicht gesprungen? Ach du kleiner, bockiger Hobbit. Das fand ich jetzt nicht so nett von dir, Bilbolein. Gut. Aber das hatte ich bei anderen Spielen auch schon. Und die Leertaste zum Springen dient, die ist manchmal etwas träger als andere Tasten.